Diese Woche entdecken wir zusammen mit der BLS eine Auswahl der besten Ausflüge rund um Bern. Für die Biosphäre Entlebuch nehmen wir den Zug bis nach Schöpfheim und von dort das Postauto bis nach Sörenberg. Zum Ausgangspunkt von unserer heutigen Wanderung. Bequem mit dem Gondeli gehen wir zuerst mal zu Ruf in die typische Moorlandschaft. Wir sind auf der Roswald, das ist mitten in der Moorlandschaft, in der Kernzone der UNESCO-Biosphäre Entlebuch. Die ganze Spielwelt Moraculum geht eigentlich in dieser Moorlandschaft ein bisschen ins Gesicht. Es ist aber auch ein wunderbarer Ausgangspunkt für erwachsene Leute, für das Moor zu erleben oder auch schöne Wanderungen zu machen, wie eben zum Beispiel die ins Kemmeribodenbad. Vom Erlebnispark Moraculum laufen wir los Richtung Kemmeribodenbad. Der gut ausgeschilderte Wanderweg startet im typischen Moorwald und führt uns etwas über 9 km durch die wunderschöne Natur vor Biosphäre Entlebuch. Wir laufen zuerst in Waldien durch den typischen dünnen Moorwald, kommt nachher auf wunderbare Flachmoor und Hochmoor im Gebiet Sauwiede und hat dann auch einen sehr schönen Ausblick auf die Schrattenfluhe, den einzigartigen Karstberg. Wir laufen dann nachher weiter dem Karstberg entlang bis ins Kemmeribodenbad. Mit der sagenumwobenen Schrattenfluhe hier auf der linken Seite und der Brienzer Rothornkette auf der rechten läuft man durch die weitgehend unberührte Berglandschaft und findet gleich das eine oder andere Bischu, wie hier der Hofladen, direkt am Weg. Es gibt ein gäbiges Rundreiseticket, wo alle Transportleistungen inkludiert sind und als krönenden Abschluss gibt es hier oben drauf noch ein Meringue. Für das im Billet inbegriffene Dessert kehren wir im Familienbetrieb vom Landgasthof Kemmeribodenbad ein. Schon in der 6. Generation servieren hier die Betreiber die berühmte Kemmeribodenmeringue. Meringue und Nidle, das ist wie ein Muss. Nidle kommt von der Bergkäserei aus Marbach. Dort wird sie aber schön zweckgemacht und dann nachher zu uns hintergebrungen. Sie besteht sicher im Sommer von den Kühen, die grasen gehen, und gibt ihr da so wieder einen eigenartigen, feinen Geschmack. Mit vollem Bauch nehmen wir von dieser Idylle im Emmental dann wieder das Postauto nach Escholzmatt und schließen unsere Rundreise mit der BLS ab. Bevor es dann morgen weitergeht, mit dem Schiff über den Thunersee und hoch auf das Niederhorn.